willkommen zu einem weiteren TechView Vlog und ich melde mich mal wieder aus Neuseeland und diesmal aus dem Myers Park. Und hinter mir seht ihr die Moses-Statue und eine kleine Besonderheit, Neuseeland ist, wenn ich mich mal so ein bisschen rumschaue, doch etwas hügeliger, als man sich so gedacht hat. Zumindest hier, selbst in Auckland, ist es ziemlich hügelig. Man sieht das vielleicht im Hintergrund hier, da geht es ziemlich steil rauf, eine Treppe. Und ja, es ist schon eine ganz hügeligere Stadt. Worum soll es gehen? Ich habe es auch gerade rausgeholt. Es geht um dieses kleine gute Stückchen hier. Das ist ein kleiner Sony Bluetooth Empfänger, der SBH24, und einige haben mich darauf angesprochen und mich gefragt, was das denn sei und warum und kann ich das mal vorstellen. Ich habe sie dann darauf verwiesen, dass ich das schon mal angeboxt habe, aber ja, einige wollten jetzt mal meine Erfahrung damit haben. Das ist tatsächlich ein Teil, wo ich wirklich sagen würde, das ist, wenn ihr irgendwie nach True Wireless Headphones oder nach Wi-Fi, nee, nach Bluetooth Headsets Ausschau haltet, dann solltet ihr vielleicht mal das hier in Erwägung ziehen, gerade wenn ihr sehr gute kabelgebundene Headphones habt. Dann könnte das was für euch sein, weil hier kann man tatsächlich 3,5 mm hineinstecken und jedes Headset im Grunde genommen zu einem Bluetooth Headset verwandeln. Und das Teil hier hat nicht nur diese Funktion, sondern es hat auch einen Button, kann man draufklicken, zur Steuerung, Playback, Pause, Telefonanruf annehmen und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich auch noch eine Lautstärke-Steuerung an der Seite, die einem ermöglichen, halt hoch und runter zu schalten. Hier der An- und Ausschaltknopf, weiß nicht, ob man den sehen kann, zum An- und Ausschalten. Und das war es eigentlich auch schon. Das Silberne hier auf dem Rücken ist im Grunde genommen der Clip, den man sich am Hals hängen kann oder irgendwo anders halt hinhängen kann, um das Ganze dann zu benutzen. Das Ganze verfügt auch über ein Mikrofonloch. Hier sieht man das im Grunde genommen neben dem 3,5 mm Anschluss. Da sieht man eben auch ein Mikrofonloch und das ermöglicht einem dann auch Mikrofongespräche zu machen. Das heißt, Headsets mit eingebautem Mikrofon funktionieren leider nicht. Aber trotzdem ist das Teil ziemlich gut. Bluetooth 4.2, okay, braucht ein bisschen was, etwas mehr Energie. Von der Reichweite vielleicht nicht so das allerbeste. Mit SBC und AAC hat man allerdings gute Codecs, AAC zumindest ein guter Codec und auch eine ordentliche Qualität. Und wenn man dazu dann auch noch das richtige Headset hat, dann wird das Ganze dann noch eine Ecke besser. Ich gehe mal hier in meine andere Seitentasche und hole meine kleines Etui raus, und in diesem Etui drinnen befindet sich der Sony MH, weiß nicht, ob man sehen kann, hier mit den grünen Tipps, Sony MH1 Kopfhörer, den ich benutze, In-Ear Kopfhörer. Das ist einer der besseren Kopfhörer. Zumachen. So, einer der besseren Kopfhörer. Und dieser Kopfhörer ermöglicht einem wirklich glasklaren Sound und tausendmal besser als diese billig Bluetooth True Wireless Kopfhörer, die man sonst so auf dem Markt finden kann oder auch die, die man sich über den Nacken rum anzieht. Das ist also eine der interessanten Geschichten, die dieses Teil ermöglichten, nämlich eben, dass man Bluetooth mit fast jedem Headset nutzen kann, was man so hat, was eben auch ein 3,5 mm Headset sein kann. Und an der ganzen Geschichte sehr toll ist, dass das Ganze sich auch per NFC pairen lässt. Dazu gehe ich mal wieder in meine andere Tasche und zeige euch hier, dass hier auf der Hauptfläche auch noch ein NFC-Symbol ganz unten angeordnet ist. Das heißt, ich kann sehr schnell mit einem NFC-fähigen Android-Smartphone das Ganze dann auch pairen mit verschiedenen Geräten. Und das ist also auch eine sehr, sehr tolle Geschichte. Was die Qualität angeht, habe ich nicht zu meckern. Was die Empfangsqualität angeht und die Qualität im Allgemeinen, Aussetzer oder sowas, überhaupt gar nicht zu meckern. Bluetooth ist sehr, sehr stabil mit dem Teil, funktioniert sehr gut. Alle Kopfhörer, die ich bisher angeschlossen habe, haben sehr gut funktioniert. Okay, man braucht 3,5 mm Kopfhörer in der einen oder anderen Ausführung, damit das Ganze funktioniert. Selbst wenn man Kopfhörer anschließt, die ein Mikrofon haben, wie die Sony MH an, funktioniert es. Das heißt, damit hat er keinerlei Probleme. Was das angeht, nur eben das Mikrofon des Kopfhörers wird da nicht funktionieren. Das ist so eine kleine Einschränkung, die es da so gibt bei diesem Gerät. Ansonsten ist das wirklich für ein paar Euro, also deutlich unter 100 Euro, deutlich also unter 50 Euro sogar, zu haben, eines der besten Bluetooth-Geräte überhaupt, weil man halt eben
auch Kopfhörer dazu bekommt. Und das sind gar nicht mal so schlechte. Das sind zwar kabelgebundene, das sind die MH750. Das ist so quasi die etwas billigere Variante des MH1. Ich würde mal sagen, MH1 so Spitzenklasse und MH750 ist so MH1 auf billig gemacht. Von der Soundqualität sehr, sehr nah dran, von der Qualität der Kabel und der Ohrhörer selber ist das alles so ein bisschen plastik, ein bisschen billig. Aber der Sound, das ist eben das Wichtigste an der ganzen Geschichte, ist ziemlich, ziemlich gut. Ich muss die größten Stöpsel, Ohrstöpsel nehmen, damit das bei mir im Ohr richtig hält. Aber dann der Sound ist wirklich glasklar, 1A, kaum zu übertreffen. Und ich würde schon fast behaupten, kommt sogar ganz nah dran an den MDR 1A. Diesen Over-Ear-Kopfhörer, den ich habe, den man übrigens natürlich auch mit dem SBH24 verbinden kann und dann das Ganze in einen Bluetooth-Kopfhörer verwandeln kann. Also, mein Fazit zu der ganzen Geschichte, eines der besten Bluetooth-Gadgets überhaupt ist eben dieser SBH24, kann ich nur empfehlen. Ich würde mich freuen, wenn da jetzt eine neue Version rauskommt mit Bluetooth 5, 5.1 oder sowas, etwas mehr stromsparender vielleicht, wobei 6 Stunden Laufzeit, die ich jetzt so erreichen kann. 5 Stunden sind so im realistischen, aber 6 Stunden, sagt der Hersteller, sind relativ ordentlich. Kommen natürlich auch immer auf die Lautstärke an, auf die man das Ganze hören möchte. Aber das ist sehr ordentlich. USB Typ C wird hier schon benutzt fürs Aufladen, relativ schnell aufladen. In einer halben Stunde oder sowas habe ich da schon wieder so weit aufgeladen, dass ich da für 1 Stunde lang das Ganze hören kann oder für mehrere Stunden das Ganze hören kann. Also das ist schon auch eine sehr, sehr gute Sache. Was noch ein bisschen fehlt, ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen würden, ist vielleicht kabelloses Laden hier in dieses kleine Gehäuse reinzupacken, NFC weiterhin zu lassen, weil NFC haben sie ja reingekriegt und kabelloses Laden funktioniert so ähnlich. Könnten sie also auch machen. Dann wäre es sicherlich noch eine bessere Geschichte. Der Clip an sich ist auch eine gute Sache. Das Mikrofon, da würde ich mir vielleicht noch ein zweites Mikrofonloch irgendwo wünschen, was dann die Möglichkeit hat, mit Hilfe von intelligenter Software dann das Rauschen rauszufiltern und so weiter und so fort. Aber im Grunde genommen, ihr habt es ja auch gehört im einer der letzten Videos, das ist eigentlich schon recht ordentlich. Ja, das zu der Geschichte und mein kleines Review zum SBH24, nachdem ich das jetzt auch schon fast ein ganzes Jahr benutzt habe. Und ich kann es wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Also wenn es darum geht, ihr wollt irgendwie was Bluetooth haben, ihr habt aber schon ein gutes Headset und ihr wollt nicht allzu viel Geld ausgeben, einfach hier mal ausprobieren. AAC wird unterstützt. Das Ganze sollte unter Android genauso wie unter iOS, Selfish OS und so weiter laufen. Habe ich alles schon getestet. Und kann ich also wirklich nur empfehlen. Und das war's für diesen kleinen Vlog und bis zum nächsten Mal. Ciao.